Ich würde gerne weitermachen. Ich habe natürlich viel Material. Heute werdet ihr Maximum Nadelspitze sehen und hören können. Aber heute ist erstmal, muss das nicht letztes Mal sein. Soweit ich lebe, ich bin bereit, überall Informationen zu vertiefen, weiterzugeben. Egal wo, auch wenn Ende der Welt ist, gehe ich lieber und informiere, was ich habe, was ich kann, was ich gesehen, was ich erlebt habe. Und über diese Gefahren zu vermitteln, Augen der Menschen zu öffnen, die keine, Gott sei Dank, dass sie bis jetzt keine diese Erfahrung gemacht haben. Glauben Sie mir, als Einzelperson hat kein Mensch so wie ich Gräueltaten gehört und gesehen. Trotzdem, ich lebe noch durch meinen Glauben, durch meine Psychologiekenntnisse, aber Schwerpunkt Glaube hat mich auf die Beine gelassen. Ich habe jetzt ein Foto. Konnte man diese Licht ein bisschen Zeitung kommen oder so? Also, dieses Foto ist von einem christlichen Mitarbeiter, der seit 2007 mit mir arbeitet in Aleppo. 2016, Oktober, Aleppo war noch nicht befreit. Die christliche Verein, die ich 2007 für irakische Flüchtlinge gegründet habe, mit 72 Personen, heute sind nur noch 4 gesund und 4 so krank, angegriffen von Islamisten. Und die haben gerufen, Schwester, wir wissen, dass das gefährlich ist, das wissen wir. Aber wir haben so viele christliche Kinder und Erwachsene, die wir werden vertrocknen in den Kellern, wir werden alle sterben. Wir möchten, dass du irgendwie hier hinkommst und in deinen Schleusweg findest oder uns irgendwie Unterstützung bringst. Der Josef und Armin heißen die beiden, die bei mir angerufen haben, und habe ich gesagt, okay, ich habe dann Aktion gemacht für Aleppo, christliche Menschen, Schwerpunkt Kinder im Kellern. Innerhalb 1,5 Wochen war es 62.000 Euro gekommen. Ich habe mich auf den Weg gemacht, bin ich nach Istanbul. Wir haben auch einen Verein in Istanbul, schon seit 2007 auch dort. Ich habe gesagt, ich warte da, bis sie mich anrufen. Ich bin gefahren, geflogen, da habe ich gewartet. Und dann plötzlich, Josef hat bei mir angerufen. Fest am Morgen haben wir Erlaubnis bekommen, mit Bestechung hier und da. Von 8 Uhr morgens bis 5 Uhr darfst du nach Aleppo rein. Gefahr ist da, das wissen wir, aber wir versuchen mit, was von Möglichkeiten gibt, dich zu schützen, dass du wieder gesund rauskommst. Ganz schnell bin ich nach Antakya. Antakya und Aleppo sind nicht so weit auseinander, kein Grenzgebiet. Der Ahmed und Josef, die kommen und holen mich ab vom Flughafen Antakya in der Türkei. So, ich habe jetzt einen Koffer voller Medizin, 3 T-Shirts, neue T-Shirts und meine Handtasche mit Geld und meine Kamera und so weiter. Die sagen mir, Schwester, du musst hier dein Handy, also alles medial hier lassen. USB-Stick, Handy, Fotokamera, Videokamera, das dürfen sie nicht. Wenn, wir haben denen versprochen, den Checkpoints, Leute, die haben uns gesagt, wenn sie das mitbringt, vor euch werden wir sie schlachten. Deshalb bitte hier lassen alles. Ich muss sagen, ich habe überlegt, oh mein Gott, wo ich mein Handy abgelegt habe, da hat mein Herz pop, 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 pop gemacht. Also ich habe Angst bekommen. Das erste Mal in meinem Leben, so richtige Angst habe ich da bekommen. Ob ich entwaffnet bin, ob ich, ja, ich weiß es nicht. Es war ein komisches Gefühl. Okay, ich habe Kreuzzeichen gemacht im Flughafen und habe gesagt, Jesus, ich lege mein Leben in deine Hand. Du weißt, dass ich nicht in Urlaub gehe jetzt, du weißt, für was ich gehe. Und ich habe 62.000 Euro in 500er-Scheinen in eine schwarze Etui mit Reißverschluss geschlossen. In meiner Handtasche. Cash bar. So, wir kommen jetzt zum ersten Checkpoint. 2 Kalaschnikow aus meinen Schläfen, dass ich spüre die Spitze der Waffen auf meiner Haut. Und der andere wühlt in meine Tasche, bis Stift rausgeholt, um zu genau zu gucken.
So, und jetzt kommt zu diesem Etui mit Geld. Was ist das? Ich habe gesagt, das ist Geld für die armen Kinder im Keller. Wieder reingetan. 7-mal. Nicht aufgemacht. Und das denke ich mir, das ist dieses Gebet am Anfang, dass Gott mich geschützt hat. Wenn sie aufgemacht hätten, so viel vom 100er-Schein, dann hätten sie uns alle drei Christen töten können und das Geld weg. Kann ich mir vorstellen. Hatte niemand da davon mitgekriegt. Ich gehe dahin, ich gehe zum ersten Keller. Sind, glaube ich, 17 Familien da. Manche drei, manche vier, manche mehr Personen im Keller. Und da sitzen auch die Kinder da, sehr eng. Bisschen verhungert. Wir kriegen eine Handfläche Brot für 10 Personen und eine Flasche Wasser für mehr als 10 Personen, ganzen Tag in dieser Hitze im Keller. So, und da ich versuche jetzt zu sagen, wie viele Familien seid ihr, damit die Erwachsenen kommen, dass ich dann Geld verteile, die ich hatte, in Bar natürlich. Die sind Reihe geworden, die haben so viele Familien, da haben sie, sagen sie, Reihe pro Familie an Person und die Kinder sind da. Und dann gucken die Kinder nach oben, denn die sitzen da. Und dann eine der Kinder guckte auf mich, ich glaube so 11, 10 Jahre, ich habe nicht genau gefragt, also dieser Alter, der guckte auf mich tränend, seine Augen mit Tränen und sagt, Schwester, wir wollen kein Geld, bitte gib uns Brot und Wasser. Uff. Und da habe ich aufgehört und habe gesagt, warten Sie bitte, denn Erwachsenen, ich habe gesagt, ich werde mal mit diesem Kind erstmal sprechen. Ich habe gesagt, wie heißt du? Der hieß auch Josef. Ich habe gesagt, Josef, weißt du, das ist 500er-Schein, ne, in deutschem Geld und das ist in Tausende von syrischer Lire. Eure Eltern können einen muslimischen Junge beauftragen, der kann damit euch viel Wasser und Brot holen und seinen Lohn geben. Plötzlich diese Kinder, die so traurige Gesichter haben, schreiten, wirklich, bekommen wir Brot und Wasser? Ich habe gesagt, ja, damit bekommt ihr viel. Also diesen Anblick werde ich habe so viele arme Menschen auf der Welt gesehen, die in Armut geboren sind, aber so von Reichtum in Armut ist sehr schwer. Umgekehrt genauso. Dann bin ich in den zweiten Keller gegangen. Ich habe, dieser ist einer meiner Mitglied von 2007, wo sie mich gesehen haben, alle vier verletzt, die weinten, weinende Augen schauten auf mich. Die haben mir gesagt, Schwester, du hast uns eine Krankheit angesteckt, die wir nicht loswerden. Ich war erstaunt, ich dachte, hä, was für eine Krankheit? Ja, du hast, wo wir Verein gegründet haben, 2007 hast du gesagt, so deinen Arm gezeigt, bis der Blut in meinen Venen läuft, werde ich für den Nächstenliebe, Matthäus 25, 40 dienen. Und diese Krankheit hast du uns angesteckt. Wir sind, okay, unsere Familien haben wir rausgeschickt. Wir wissen, dass Tod auf uns wartet. Aber das haben wir in den Kopf gesetzt und deshalb werden wir nie geheilt von diesem Sprichwort. Aber wir leben noch jetzt. Und er sagte, wir wissen, dass wir das Tod vor uns wartet. Wenn nicht von amerikanischen Bomben, dann die ISIS-Bomben. Wenn nicht davon, dann die Nachbarn, so was wir hier mit uns gemacht haben. Wenn nicht davon, dann von Hunger und Durst. Wir brauchen einen Schleusweg, dass du für uns irgendwie hilfst. Anders für uns Christen, wir haben hier keine Chance mehr. Und dieser Mann, die sind alle verletzt, aber so nicht so tief, dass sie sterben müssen, weil die Menschen geholfen haben, die Christen sozusagen, und sie waren Christen, plötzlich 20 Nachbarmoslems sind auf sie gefallen und haben sie mit Dolchen, mit Messer, Küchenmesser, alles was sie hatten, versucht sie zu töten. Gott sei Dank, währenddessen, die lagen im Blut, kam der Konvoi von der Assad-Soldaten, die haben sie gerettet und so zum Krankenhaus gebracht und deren Wunden zugenäht. Die haben nichts gemacht, außer den Menschen geholfen, aber trotzdem, das dürfen sie nicht, den Christen helfen, deshalb mussten sie so leiden. Die Thema Kreuzigung, das war 1915 und jetzt haben Peter und Antonio gekreuzigt. Oh, sehe ich das Foto nicht. Das ist eine so dieser, das neue Foto, allerdings ist nicht ganz. In Raqqa wurden gekreuzigt und da haben die gesagt, warum tun sie das alte Mode? Die ISIS haben gesagt, nein, da steht in Allah hat uns vorgeschrieben, das zu tun steht im Koran. Deshalb tun wir das. Steht Beispiel Sure 5.
Vers 32 wird oft in Talkshows in Deutschland proklamiert oder reklamiert. Da wird gesagt, ich mache kurz, wenn einer unschuldiger Mensch tötet, ob der ganze Welt getötet hat, wenn einer rettet, ob der ganze Welt gerettet hat. Das ist Kinder Israel vorgeschrieben worden. Das war von Talmud abgeschrieben. Danach kommt Mohammed nach Medina und der sagt was anderes. Nur einen Satz darunter, einen Vers, Sure 5, 33. Und die ISIS holen das hier von und bestätigen dann dadurch. Siehe, der Lohn derer, welche Allah und seinen Gesandten befernden und Verderben auf der Erde betreiben, ist nur der, dass sie getötet oder gekreuzigt oder an Händen und Füßen wechselseitig verstümmelt oder aus dem Lande vertrieben werden. Das ist ihre Lohn hienieden. Und im Jenseits wird ihnen schmerzlicher Strafe. So geht das Satz zu Ende. Also die holen das von hier, die sagen, es ist bestätigt, weil da sind Ungläubige, die folgen nicht den Gesandten Allah und die müssen weg, gekreuzigt werden. Und diese Gesetze der Scharia gegenüber der Frauen, gegenüber dem Menschenrecht überhaupt, überall in islamischen Ländern, wo das Islam in Mehrheit ist, alle anderen, egal wer sie sind, die leiden darunter. Und das nochmal ist die Quelle Koran. Sogar der, hier wird gefordert, dieser Salafist in Dänemark, offen kann man im Fernsehen auch das hören, er sagt, aus Höflichkeit der Zuwanderung der Flüchtlinge soll Europa akzeptieren, denn Kinderehen. Liebe alle Zuhörer, die mir heute jetzt hören würden, wollen Sie, dass Ihre Tochter vor Ihren Augen vergewaltigt wird? Wollen Sie, dass Ihre Kinder oder Enkelkinder in zwei Teilen vor Ihren Augen geschlachtet werden? Wollen Sie, dass Ihr gesamtes Eigentum enteignet wird? Wollen Sie, dass Ihr Mund zugeschlossen wird, dass Sie nie Redefreiheit haben und nie Meinungsfreiheit haben, nie Religionsfreiheit haben, nie Sprachrecht haben, nie als Mensch gezählt werden? Wenn Sie das wollen, lassen die Islamisten hier in diesem Land in Europa. Wenn nicht, dann schmeißen Sie raus aus Europa. Sonst, ich kann Ihnen das nicht sagen. Ich spreche nicht für alle Moslems. Nochmal, jetzt komme ich zu dem Thema. Es gibt verschiedene Gruppierungen des Islams. Das ist unsere europäische Problematik, dass wir nicht erkennen, wer das ist. Aber die Politiker, wenn sie wollen, wir, die aus Orient kommen, ob Jesidi oder Christen, die diese Erlebnisse haben, die wir wissen haargenau, wer aus welchem Land kommt. Sogar unser Bischof hat den Volker Kauder ein Beispiel gegeben. Er hat gesagt, ich erkläre Ihnen, damit Sie uns verstehen, was wir meinen. Stellen Sie mal vor, bildlich da, wir sind Orientalen, wir sprechen in Bildern. Hier ist ein Tunnel und hier sind Gitter und da sind Hundekopfe da in diese Gitter. Eine davon ist Wolf. Die Schafe passieren davor. Die Schafe wissen, dass das Wolf ist und die laufen weg und die werden Angst haben. Aber vor Hunde haben die keine Angst. Wir sind diese Schafe. Wir wissen haargenau, wer der Wolf ist. Lassen Sie uns euch helfen. Schicken Sie nur einen Brief an unseren Bischof. Überall, wir sind 120.000 Leute und die Jesidi, die auch selber erlebt haben, die Jesidi sind Sonnenanbeter aus Südost-Türkei oder Türkei, Irak, diese Gegend. Das sind auch leidende Volk, weil die nicht Moslem sind und die sind nicht Christen, sie haben noch schwerer als wir. Und die sind auch 150.000 in Deutschland, die 30 Jahre hier sind, also gut beide Sprachen können. Und lassen uns euch helfen. Wir machen ehrenamtlich. Nur Brief schicken, wie Sie wollen, uns unsere Hilfe. Nein, das wurde nicht getan. Für Deutsche als normale Bürger schwierig zu erkennen. Aber ich kann euch sagen, wer hier den Schnurrbart schneidet, rasiert um die untere Lippe, aber Bart hält. Das ist garantiert, ist es. Garantiert. Also Schnurrbart und unten Unterlippe schneiden, rasieren und das Restbart lang lassen. Das ist typisch vorgeschrieben von Mohammed, wie sie sich zeigen soll. Okay, das ist typisch Zeichen, dass sie zu ihrem, ja,
stolz sich zeigen, dass sie die Salafisten, nochmal, ich erkläre. Es gibt vier Gruppierungen des Islam. Die erste Gruppe sind hochgebildet, die wissen, was hier gibt in diesen Büchern. Die sagen das nicht menschlich, lassen wir Religion da, nicht menschlich, wir können das nicht annehmen. Deshalb sind gut, aber sie können sich nicht outen, weil die Angst haben. Aber es gibt auch. Die zweite Gruppe ist die allergrößte Gruppe des Islams. Sie sind Analphabet zu Koran. Das heißt nicht, die sind alle Analphabet. Zu Koran ist es Analphabet. Nach islamischem Glaube, Koran darf nur in Arabisch gelesen werden. Und das können die nicht, dann sagen, ja. Unter denen können auch in einem Fingerclips zu Selbstmörder gefordert werden von einem fanatischen Imam, weil die dann an ihn glauben. Aber solche Leute kommen gar nicht zur Moschee, weil sowieso die kennen das, die Grundlagen nicht. Deshalb, Gott sei Dank, die größte Gruppe sind Analphabet zu Koran. Weil die wissen nicht, was da drin ist. Aber der Gefahr besteht, dass sie schnell auch konvertiert werden können zu Fanatismus. Jetzt kommen wir mal zur dritten Gruppe. Die dritte Gruppe sind Alawiten und ein Teil der Schiiten. Die Schiiten, Iran Beispiel, die Ayatollah Khomeini und Khamenei gefolgt haben, sind gefährlich. Aber die andere Gruppe, die nicht mitfolgen wollte, die sind liberal. Die gehören dazu. Die Alawiten sind auch von unserem Blick auf Moslem. Aber die sind nicht Sunni oder Sunna-Moslem. Die werden auch verfolgt. Und die gehen nicht, die folgen nicht Mohammed, die folgen Ali. Wem? Ali. Das ist der Vetter, Cousin von Mohammed. Oh Gott, alles Verwandtschaft. Ja, aber trotzdem, der hat unsere Regeln, ja? Die werden auch verfolgt, wollte ich damit sagen, trotz Moslem, ja? Jetzt kommen wir zur vierten Gruppe. Die vierte Gruppe sind Salafisten, Salafismus. Das ist eine wahhabitische Familie vom Saudi, die sagen, wir sind die Nachfolger des Mohammed selber. Leider Gottes, Beispiel in der Türkei, 90% sind Sunni-Moslem, Sunna oder Sunni, ja? Und dieses Sunni, aus diesem Sunni, ich spreche nur über diese Gruppe, die anderen gar nicht, bis jetzt, dass ich gesprochen habe. Nur über diese Gruppe. Diese Gruppe, davon entstand Al-Qaida, Boko Haram, Jabhat al-Nusra, Al-Shabaab, ISIS, auch Graue Wölfe in der Türkei, die gehören zu dieser Gruppe, die Islambruderschaft und all diese fanatische, für uns gefährliche Gruppen entstehen aus diesen salafistischen Salafisten, oder das ist die Mutter oder die Familie, Familienname. Davon sind die Kinder, diese fanatischen Gruppen. Und leider Gottes, fast zu 80% des Islam sind Sunni-Moslem. Und daher ist sehr gefährlich. Ich habe gehört, 250.000 Salafisten hätten wir in Deutschland. Wenn nicht mehr sind, sind nicht weniger. Kann ich Ihnen garantieren. Das Problem ist, wie erkennt man das hier in Deutschland? Von dem Aussehen und vom Blick. Wenn ein Salafist an Ihnen vorbeigeht, der wird nicht in Ihr Gesicht schauen. Entweder zu einer anderen Seite oder spucken auf dem Boden. Das ist ihre Mentalität. Die werden nicht auf sie schauen. Auf Kohn sowieso nicht. Also wenn so mit deren Gang sogar können sie erkennen. Tracht und also Gesichtsrasierung und Gang, wenn sie an sie vorbeigehen. Was sollen wir dann machen? Also wir sind Christen, wir sollen Vorbild sein, aber gleichzeitig ernsthaft mit offenen Augen auf der Straße gehen und ehrlich sein und offen darüber sprechen, dass diese Menschen hier nicht zu suchen haben, solche Typen. Das machen wir schon. Ich habe Müttern getroffen im Nahen Osten, 18 Elternteile, die gesagt haben, vor ihren Augen, die wurden gebunden, mit Seilen und Kamera alles aufgenommen, um den Menschen zu foltern. Die Assyrer vor christlicher Zeit haben dieselbe Methode gehabt. Ich hatte hier einen Videoclip, das ich kurz euch zeige. Das muss nicht sein, es ist eine andere Ecke passiert auf der Welt, aber so ähnlich.
Messer in der Hand, der sagt, kommt hier hin. Wer von euch soll ich das Essen machen? Jeder sagt der andere. Wow. Es wird hier nicht passieren. Einer von euch werde ich das Essen opfern. Sitzt euch auf dem Boden. Sitzt euch. Kommst du, du Loé ist ein christlicher Name. Wer von euch soll ich als erstes opfern? Also, wer von euch soll ich als erstes opfern? Kopfschlachten. Er sagt Ras, also Kopfschlachten heißt das. Und zum Schluss sagt er, seid ihr Daesh oder nicht? Das ist, Daesh heißt ISIS. Also, ich habe Mädchen, das ist die Eltern, die 18 Elternpaar, die ich getroffen habe, wo deren Kinder auf diese Art und Weise vor deren Augen geschlachtet worden sind. Können Sie mal vorstellen, anstelle diese Eltern zu sein? Also, da wären ja auch mal alle geschlachtet. Und dann, ich habe mich selber für die Frauen und Mädchen, die missbraucht worden sind, das ist meine eigene private Arbeit. Die Stiftung setzt sich, ich koordiniere, kooperiere, fundraise und kontrolliere, aber meine persönliche Aktion für diese Gruppe mich einzusetzen. Warum? Weil ich selber die Erfahrung habe. Deshalb bis jetzt über 3000 Mädchen, die jüngste habt ihr im Film gesehen am Anfang, mit 5,5 Jahren missbraucht auf meine Schulter. Da habe ich selbst auf ihre Schulter geweint. Haben sie auf meine Schultern geweint. Hier gebe ich euch ein Beispiel. Das ist ein jesidisches Mädchen in Chingal. Wie ist das in Deutschland? Because I hear a lot of stories. Gleich kommt in Deutsch. Aber unsere Stiftung haben wir 317 Mädchen aus Händen der ISIS Christen und Jesidi gerettet mit Geld. Wir haben nur die Familienmitglieder ein bisschen mitgeholfen, dass sie das Mädchen abholen können. Liebe Schwestern und Brüder, wer mich hört, dass ein Mädchen, die entführt war, in den Händen der ISIS, die gesamte Familie, nur zwei Brüder, sie waren am Arbeiten. Familie heißt 14, 12 Personen, ja. Die haben die auseinander getrennt, die hübscheste Mädchen getrennt. Jeden Tag haben die eine genommen, hat sie gerade in kurdischer Sprache erzählt. Die haben die Hübschesten, die haben gesagt, ihr müsst Moslem werden, ihr werdet uns heiraten. Und viele Mädchen, 40 Mädchen, der Jesidische, die haben sich von Felsen geworfen, weil die vergewaltigt waren. Die haben sich nicht getraut oder geschämt, nochmal zu Familien zu kommen. Die brauchen eure Hilfe dringend. Die können doch hier nicht bleiben, dass sie noch nicht mal Tiere können so leben. Entweder Schutz im Irak von Staat, dass sie geschützt werden, hundertprozentig, dass sie in Frieden leben können. Oder die brauchen eure Unterstützung nach außen, egal, Europa, Amerika, Australien. Wichtig ist, dass diese Menschen in Frieden leben können. Die brauchen dringend eure Hilfe. Ich appelliere an alle Politiker. Ihr könnt nicht so barbar sein wie die ISIS. Helfen Sie diesen Leuten, dass sie so leiden. Ich versuche, egal in welchem Zustand, liebe Spender, der gläubige Spender, Sie sehen, wir versuchen, trotz dass viele sagen, Syrien ist gefährlich. Wir sind hier hingekommen, unser Direktor Bernd Wilke und Gerhard aus Essen, wir sind gekommen, um einfach Ihre Spende persönlich zu überreichen, den irakischen Flüchtlingen, aber auch von Hamas. Wir bedanken uns von ganzem Herzen für alle Spenden. Wir sind nur Brücke. Wir sind nur eine Brücke zwischen Gläubige und Bedürftige. Wir bedanken uns von ganzem Herzen im Namen der Schwester Hatunne Stiftung weltweit, im Namen der Armen, der Flüchtlinge, bei allen Spendern von ganzem Herzen. Es läuft wie eine Maschine, weil der Team macht die Arbeit. Ich bin nur Augenzeugen und Geldgeberin sozusagen, Fundraiser. Alles vororganisiert. Manchmal in 3 Tagen kann ich in 3, 4 Länder gehen, weil die Grenzen sind erstmal nah und alles schon vororganisiert ist. Ich gebe immer an zu den Vereinen vor Ort, das und das habe ich, so viel kann ich helfen.
von der Stunde zu der Stunde war es nicht falsch. Alles ist parat, so wie jetzt. So läuft das wie eine Schnürchen, sagt man so. Und danke allen Spendern nochmal. Weltweit. Aber Deutschland ist das beste Spender bis jetzt. Wir haben keine Großspender. Da sind alle Privatspender. Und Gott sei Dank, wir haben unsere Erreichung. Wir haben 2 Fische und 5 Brote. Das reicht über 7 Millionen Menschen bis jetzt. Und dafür bin ich dankbar an allen Spender. Und natürlich ohne Spende kann man nichts tun. Ohne Geld kann man nichts tun. Ich war mit 2 Fernsehkanälen vor 2 Jahren da vor Ort. Da ist ein Massengrab an Mädchen, die entführt, missbraucht, vergewaltigt worden, über ein Jahr in Hände der ISIS, in ein ehemaliges Schwimmbecken. Das war aber kein Schwimmbecken, sondern gefüllt mit Erde. Das ist hier, was Sie hier vor sich sehen. Ich habe Fernseh dahin gebracht, beide. Und beide, wir haben wirklich unser Leben riskiert. Und da ist der Beispiel Haargummi, Schuhe, Schädel, Haare, steht alles auf dem Boden. Draußen diese Mädchen, weil die so viel Gräuel durchgemacht haben, zum Schluss Genitalien verstümmelt, geschnitten und so. Die haben die alle enthauptet und da in dieses ehemalige Schwimmbecken geworfen und die Tiere haben deren Teile getragen, überall. Und da haben wir Fakten aufgenommen. Da Fernsehkanäle sind hier hingekommen, deren Bosse haben gesagt, tut mir leid, das ist zu faktisch. Die Fernsehkanäle sollen sich schämen, dass sie die Wahrheit nicht sagen. Wir haben wirklich unser Leben riskiert. In der Straße, wir dürften nie daherfahren. Aber was ist passiert? An dem Abend haben wir, wo das verboten war, 1,5 Stunden, wir mussten zurück, weil dann nachts um 2 Uhr unser Flug war nach Erbil kommen. Und in 1,5 Stunden haben wir 63 Öltanker der Türken gesehen, dass sie Öl von ISIS geholt haben. Weil das am Tag, der Russland hätte gesagt, die holen das, die kooperieren, da wurde verneint, dass es nicht stimmt. Dann tun die ganze Nacht und die Polizei da, die jesidische Polizei, haben gesagt, jeden Abend von Dunkelanbruch bis morgens wird Öl getankt von hier. Entweder billig oder kostenlos. Und jetzt, diese Gräueltaten wollen hier hinkommen und hier akkubatieren. Und jetzt können Sie mal dann Videoclips hören, was jemand von hier. Vielleicht kennen Sie das, aber hören Sie das. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Und yes, siblings in Islam. Frau Wölfe. Möge Allahs Frieden mit euch sein, liebe Geschwister im Islam. Ich bin nicht der Typ für Live-Aufnahmen, wie ihr sicherlich auch mitbekommen habt. Es ist sehr selten vorgekommen, dass ich mal ein Video hochgeladen habe. Jetzt ist es so, dass ich in den vergangenen Tagen ziemlich viele E-Mails bekommen habe bezüglich der Organisation, die ich gegründet habe, Germany's Muslims. Da sind einige Brüder und Schwestern nicht so ganz einverstanden mit. Was ich in erster Linie auch nachvollziehen kann, weil nicht ganz durchschaubar ist, worum es da überhaupt geht. Ich möchte jetzt hier auch gar nicht... Hören Sie genau zu, was er will. Er will sich auf Kampf vorbereiten gegen Deutschland. Wir Gründungsmitglieder, wir haben unseren Grund, warum wir das gemacht haben. Ja? Schaut euch um, gerade in Deutschland, da wo wir auch aktiv sind, die Lage spitzt sich zu. Ja? Das sieht man auf dem ersten Blick draußen nicht, aber wer sich mal im Internet ein bisschen umschaut und mal ein paar YouTube-Videos anklickt, wie viele Menschen sich gegen den Islam versammelt haben, Zehntausende gewaltbereite Menschen. Und das zeigt mir ganz einfach, dass wir uns langsam stark machen müssen. Ja? Die Leute sollen keine Angst vor uns haben. Ja? Das dürfen sie auch gar nicht. Das ist mit dem Islam nicht vereinbar. Aber sie sollen Respekt vor uns haben. Ja? Sie sollen wieder Respekt vor dem Islam haben. Und das ist mit dem Islam vereinbar. Ich habe bewusst darauf geachtet, dass ich keine Bedar, keine Erneuerung in die Religion reinbringe. Und ich denke, ein T-Shirt zu tragen oder eine Jacke zu tragen mit einem Logo drauf, ist keine Erneuerung in der Religion. Ja, weil wir eigentlich ja so an der Religion an sich gar nichts verändern. Leute, ich sag's euch, ihr werdet euch irgendwann an meine Worte erinnern, wenn es knallt. Ja, wenn draußen Muslime noch mehr attackiert werden, als es jetzt schon passiert,
Ja, es ist nicht das erste Mal vorgekommen, dass Frauen, die sich bedecken, angespuckt worden sind, beleidigt worden sind und so weiter und so fort. Ja, und das muss ein Ende haben. Und genau dafür stehen wir. Germany's Muslims stehen genau dafür. Ja, noch kurz zur Aufklärung. Germany's Muslims hat nichts damit zu tun, dass es nur für deutsche Muslime ist. Sondern es soll ausdrücken, die Muslime, die hier in Deutschland leben. Ja, und mal ganz davon abgesehen, wir müssen uns auch nicht jeden Scheiß gefallen lassen. Ja? Das heißt nicht, dass wir zu allen Ja und Amen sagen. Inshallah. Ja. Wie gesagt, ich bin nicht der Mann großer Worte, aber ich wollte das einmal losgeworden sein, weil das, was wir hier machen, wir sind auf eurer Seite. Ja? Wir kämpfen für den Islam. Okay? Und ja, wie gesagt, ich kann es nur noch mal wiederholen, wir sind auf eurer Seite. Wir sind auch keine Sekte, ja, oder irgendeine eine Gemeinschaft, die sich aus dem Islam irgendwie, die sich in dem Islam gruppiert. Nein, wir sind ganz einfache Muslime, die dem Koran und der Sunna folgen. Also Koran und Sunna, was ist das? Nennen wir es Bürgerinitiative. Ja? Muslime, die sich zusammengeschlossen haben, um ganz verharmlosen. Assalamu alaikum. Bürgerinitiative. Ich wünsche allen Geschwistern noch ein angenehmes Ramadan. Ja, so viel von meiner Seite. Das soll ich nicht machen. Assalamu alaikum. Ist derselbe Person, ja? Nochmal ein kurzes Statement zu dem Video, was ich heute Vormittag hochgeladen habe. Und, das ist Imam. Ich muss mich da über ein paar Kommentare sehr amüsieren. Und auch bei einigen Kommentaren und Mails, die ich so bekommen habe, einfach nur den Kopf schütteln. Hey Leute, schaut mal. Erstens, ich habe schon mal gesagt, wir haben nichts in der Religion verändert und wir haben auch nicht vor, irgendetwas in der Religion zu verändern. Punkt. Ja? Wenn wir jetzt behaupten würden, dass das islamische Kleidung ist, dann würden wir was in der Religion verändern. Leute, dann hört auf, Adidas zu tragen, tragt kein Nike, tragt was weiß ich nicht, tragt keine Markenklamotten, holt euch kein iPhone, meldet euch von Facebook ab. Ja? Das gehört ja den Kuffar. Ja? Was ich einfach nur an diese ganzen Online-Cyber-Mujahideen sagen möchte, die vor 3 Tagen gelernt haben, wie man Wudu macht, subhanallah, ist ja auch nichts dran verwerflich. Ja, jeder Mensch hat seine Zeit, wann er zurück zum Weg kommt oder wann er zum Weg kommt. Das entscheidet Allah und sonst niemand. Aber, Leute, kümmert euch um eure Sache. Ja, ich bin seit 13 Jahren, subhanallah, al-azim, Muslim, alhamdulillah. Und ich wage zu behaupten, dass ich meine Religion kenne. Ja. Und ja, um auf die Kommentare nochmal zurückzukommen. Ja, zur früheren Zeit gab es sowas auch nicht. Zur Prophetenzeit, die haben es auch schwer gehabt. Die haben viel über sich ergehen lassen. Natürlich, das war ja auch Teil der Prüfung. Aber der Islam war ja nicht immer nur eine kleine Gruppierung, sondern er ist irgendwann groß und stark geworden. Und da hat man mit den Muslimen nicht so verfahren. Ja? Ich gebe ein Beispiel. Der Prophet, alaihi salatu salam, hat wegen einer bedrängten Muslima 15.000 Soldaten losgesandt. 15.000 Soldaten wegen einer Muslima. Das lügt, in seiner Zeit waren nur 42 Personen. Vorstellen. Warum hat er das gemacht? Ja? Um ein Zeichen zu setzen. Um ein Zeichen zu setzen, so auf Deutsch gesagt, mit uns nicht. So. Und die Leute, die sagen, ja, wofür braucht ihr denn jetzt einen Club und dies und das? Wofür gründet man einen Club oder eine Organisation? Leute, bisschen Gehirn einschalten. Wofür? Um organisiert zu sein. Ja? Sind die Muslime in Deutschland organisiert? Kann irgendeiner von euch, der mir hier diese komischen Kommentare schreibt oder die Mails schreibt, 1000 Muslime auf die Straße versammeln? Sollte es ein großes Problem mal geben, könnt ihr das? Könnt ihr die Moscheen schützen, wenn es anfängt, dass Steine drauf geworfen werden? Was ja in Einzelfällen passiert ist. Moscheen mit Hundescheiße beschmiert wurden und so weiter. Leute, die aus der Moschee rauskamen, attackiert wurden. Muslime auf der Straße, das Kopftuch weggezogen wird, beleidigt wird und so weiter und so fort. Und wisst ihr auch wieso? Weil die Leute keinen Respekt mehr vor dem Islam haben. Weil jeder seine eigenen Wege geht. Ja, auf wen wollt ihr bauen? Wenn es ein großes Problem gibt, auf wen wollt ihr bauen? Wollt ihr den Dönerladenverkäufer rufen oder den Teppichverkäufer rufen, den, wo ihr euch überhaupt gar nicht kennt? Und die paar Mann, die noch zur Moschee gehen,
Ja? Und manche Moschees, die sind damit zufrieden. Ja? Wenn da 10 Leute sitzen, dann ist okay. Leute, ich möchte organisiert sein, dass ich in ganz Deutschland mit unserer Organisation vernetzt bin. Und das schafft man nur auf so einem System. Ob euch das schmeckt oder ob euch das nicht schmeckt, ist mir persönlich vollkommen egal. Nur ich mache dieses Video, damit Leute, die sich vielleicht unserer Sache anschließen möchten, nicht durch euren Blödsinn davon abgehalten werden. Wir sind, und ich betone das, wir sind keine Gruppe im Islam. Wir sind ganz normale Muslime, die Koran und Sunna folgen. Wenn ihr ein Problem mit meinem Shirt habt, dann tragt, wie gesagt, kein Adidas, Nike, True Religion und so weiter. Hört auf damit. Schmeißt euer Handy weg, meldet euch von Facebook ab. Geht uns einfach nicht auf die Nerven. Wir wachsen von Tag zu Tag. Inshallah. Inshallah werden wir noch mehr wachsen. Ja? Wir wollen Frieden. Wir wollen uns nicht sammeln, um irgendwo irgendetwas zu beweisen. Aber wir möchten für den Fall, wenn der Fall der Fälle eintrifft, bereit sein. Und das ist euer Problem. Dass viele Leute nicht aufstehen und sitzen und sitzen und schreiben. Leute, wir sind auf eurer Seite. Wir kämpfen für den Islam. Nicht mit dem Schwert. Mit dem Kopf. Ja? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ich wollte bewusst diese Film, habe ich auch auf Facebook getroffen und habe gesagt, solche Leute sind, und er ist natürlich nicht alleine, sind sehr gefährlich. Der beschreibt seinen Club mit Bürgerinitiative. Aber was er vorhat, ist Tod und Totschlag gegen Deutschland. Also ich glaube, ich kann bis morgen über Nahen Osten sprechen. Seit 2005 habe ich mit Hilfe nach Nahen Osten angefangen, seit 2007 persönlich. Minimum im Jahr bin ich, Minimum Durchschnitt 8-mal im Nahen Osten, in allen Ländern, Flüchtlinge, egal wo sie sind, in Nachbarländern oder in Innenländern, wo das möglich ist, zu gehen, zu fahren oder zu begehen. Ich sammle diese Erfahrung leider Gottes tagtäglich. Ich habe Körperteile der Menschen vor meinen Augen, zerschnittenen Kinder gesehen, missbrauchte Mädchen, Frauen. Vor der ISIS, nach der ISIS, vor der ISIS haben 218 Mädchen mit mir gesprochen, dass sie entführt, vergewaltigt, missbraucht worden sind. Die Jüngste haben sie gesehen mit 5,5 Jahren. 13 von diesen 218 Mädchen habe ich mit eigenen Augen gesehen, einen Teil der ganzen Schamlippe geschnitten. 3 haben Brust geschnitten, 2 haben Gesicht zerschnitten, weil das Lösegeld nicht reichte. Kein Mensch hat so viele Gräueltaten gesehen, wie ich gesagt habe und gehört, als Einzelmenschen. Aber wir müssen weiter. Wir müssen an Zukunft unserer Kinder und Enkelkinder denken, dass diese Gräueltaten hierhin sich nicht pflanzt. Und ich appelle nochmal an alle Politiker und Mächte, dass sie konsequent genug sind, die Tür für echte Flüchtlinge offen lassen, aber zensieren, wer nicht hierhin gehört, der gehört nicht hierhin. Das Mädchen, das ihr Gesicht geschnitten ist, ist diese hier vor mir. Ihre Gesicht habe ich verdeckt. Das war einzigste Mädchen für ihre Eltern als Kind. Ich habe mit meinem anderen Buch darüber geschrieben, darüber habe ich 26 Morddrohungen bekommen, dass sie mich wie meine Ohren zerkleinern wollen hier in Deutschland. Aber ich lebe noch, Gott sei Dank. Ich habe gesagt, ich habe nur die Wahrheit gesprochen. Gott ist die Wahrheit. Wenn Sie Gott töten wollen, tun Sie. Wenn Sie mich als Frau töten wollen, das können Sie auch. Aber denken Sie gar nicht daran, dass das Buch geändert wird. Im Gegenteil, weil ein Leben da wegen diesem Buch umgeht. Es werden Millionen Fächer gedruckt. Vielleicht aus diesen Gründen lebe ich noch. Ich hatte nur die Wahrheiten, Geschichten dieses Mädchens, 5 davon in dem Buch geschrieben. Was war bei Herder Verlag? Es geht ums Überleben. Mein Einsatz für irakische Christen damals vor der ISIS. Also die Geschichte im Nahen Osten läuft nicht seit heute und gestern. Es ist wirklich die Vergewaltigung, Missbrauchen der Frauen und Mädchen ist von Mohammedzeit bis heute. Es wurde nicht durch Medien. Jetzt kommt hier nach Westen und Westen ist am Schlafen. Westen
ich weiß nicht, wie man die weckt. Die wissen, die sind in Tiefschlaf geraten. Und das Allerschlimmste jetzt ist kurz vor der Wahlen. Ich sehe, das sind so viele islamische Namen, deren Reklame, dass sie als Partei, was weiß ich, in Gremien reinkommen, Parlament reinkommen. Bitteschön, Politiker, wenn Mehrheit Moslem im Parlament sind, wer stimmt, für wen werden die stimmen denn? Wir, die Politiker oder die Bürger, die diese Leute wählen, haben wir Schuld, haben wir jetzt Blut an unsere Hände, die das sowas machen. Weil die wollen den Wolf zwischen den Schafen holen. Das kann nicht sein. Ihr Bürger, sollt ihr wissen, was ihr wählt. Auch genauso die Politiker. Wer die Menschenrechte, Demokratie, Freiheit, Religionsfreiheit unterstützt, dem sollen wir unsere Wahlen geben. Und nicht für andere, die das unter der Füße zertreten, diese Menschenrechte und die Freiheit, sage ich als erstes. Dankeschön, jetzt dürfen Sie fragen.